Jesus wird hingerichtet. Teil 4 der Ostergeschichte. Nach seiner Verurteilung musste Jesus das Kreuz, an dem er hingerichtet werden sollte, selbst tragen. Er trug es durch die Stadt und viele Menschen waren da und verspotteten ihn. Der Ort der Hinrichtung war ein Hügel außerhalb der Stadt, der Golgatha genannt wurde. Das bedeutet Platz der Schädel. Die Soldaten nahmen Jesus alle seine Kleidungsstücke weg und verteilten sie unter sich. Dann nagelten sie Jesus an das Kreuz und stellten es auf. Über seinem Kopf befestigten sie ein Schild, auf dem stand: Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher am Kreuz hingerichtet. Einer von beiden machte sich über Jesus lustig. Bist du jetzt Gottes Sohn oder was? Steig vom Kreuz und hol uns gleich auch mit herunter, wenn du das kannst. Der andere der zwei Verbrecher unterbrach ihn. Hast du immer noch keinen Respekt vor Gott, obwohl du so kurz vor dem Tod stehst? Wir haben es verdient, hier zu hängen. Jesus hingegen hat nichts Böses getan. Jesus, denke an mich, wenn du bei Gott in seiner wunderbaren neuen Welt sein wirst. Jesus entgegnete ihm, du wirst heute noch mit mir dort sein. Es waren viele Leute da, die das Geschehen beobachteten. Einige der religiösen Leiter und römischen Soldaten, die sich über Jesus lustig machten. Aber auch einige seiner Freunde, darunter seine eigene Mutter Maria, Johannes und Maria Magdalena. Jesus sah die Menschen an, die ihn angeklagt und verurteilt hatten, und bat Gott: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie hier tun. Dann wurde es für etwa 3 Stunden dunkel im ganzen Land. Jesus war kurz vorm Sterben. Mit letzter Kraft rief er voller Verzweiflung: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Danach starb er. Gleichzeitig gab es ein großes Erdbeben. Der römische Hauptmann, der verantwortlich war für diese Hinrichtung, stellte erschrocken fest: Dieser Mann muss wirklich Gottes Sohn gewesen sein. Danach wurde Jesus vom Kreuz genommen und in ein Felsengrab gebracht.